Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Garstein. Genau, in der letzten Folge haben wir, wenn ich mich nicht täusche, hier oben das alles gebaut. Also den Weg hier zu diesem Speichersee. Sowie auch hier drüben die Hütte hier haben wir ausgestaltet. Hier haben wir ein bisschen was gebaut, drüben haben wir einen Spielplatz gebaut. Genau, ihr seht, ich habe hier ein bisschen durchgespielt. Wollte mal schauen, ob das mit dem Wirtschaftssystem funktioniert. Und wieso hat es auch teilweise sehr gut funktioniert. Genau, aber heute geht es um was anderes. Heute geht es um die beiden Dörfer. Ich weiß, wenn ihr euch erinnert, wo habe ich gesagt, ich will das in einem Livestream machen. Nur ist halt das Problem, es laggt schon sehr stark auf dieser Map. Und in einem Livestream ist es sicher sehr unangenehm zum Zusehen. Deshalb möchte ich diese Dörfer in einem Video machen und das aber relativ schnell. Also es werden jetzt nicht die detailreichsten Dörfer werden. Ich möchte schon Details haben, aber ich will es jetzt nicht mit voll mit Objekten packen. Nachdem es eben, ihr seht, es ist jetzt schon sehr, sehr grenzwertig. Es darf nicht mehr werden. Genau. Und hier am Berg oben, bis auf das bei den Hütten noch Tische und so weiter fehlen, ein paar Schilder fehlen, Hinweisschilder. Bis auf das schaut es eigentlich schon wirklich gut aus. Ja, hier fehlt noch ein bisschen Ausgestaltung. Hier steht noch, ist noch Terrain drin, das habe ich auch gebaut. Diese Pistenbulle Garage. Hier habe ich das Terrain angepasst, wenn ich es euch zeige. Hier gibt es jetzt Wanderwege. Ich habe das ein bisschen realistischer gemacht. Hier gibt es jetzt einen Gipfel, den habe ich Stanzkogel benannt. Weil früher, ihr seht diesen Schlepplift hier rechts. Sollte der Vorgänger von der Gondelbahn werden. Und da, das sollte auch der Stanzkugellift gewesen sein. Jetzt heißt es ja Garsteiner Dorfbahn 2, weil es ja die Gondelbahn mit der Mittelstation ist, wo es zwei Sektionen gibt. Ihr seht auch diese Doppelsessellift hier, das war die erste Sektion, da ist man früher bis hier hochgefahren, dann über diesen Weg hier rüber. Konnte da hinüberfahren und war dann hier bei diesem Schlepplift. Er wird nicht stehen bleiben, so wie der Doppelsesslift auch nicht. Ja, eben wie gesagt, hab den nur aufgestellt, um ein paar Fundamente platzieren zu können, damit ich weiß, wo ungefähr die Stützen sein sollten. Genau, aber bevor wir jetzt weiter reden, ewig lang, noch zu dem, was wir heute machen. Heute geht es einfach um die beiden Dörfer, was ich eh schon angesprochen habe. Aber jetzt genau, wir müssen diesen Parkplatz hier machen, so wie den anderen da drüben auch. Eine Pistenbulle-Garage fehlt da drüben. Dörfer ausgestalten, diese Brücken fehlen. Ein Snowtool müssen wir dann bei den Parkplätzen arbeiten, Kasse fehlt. Das müssen wir halt jetzt alles aufstellen. Ja, auch hier kommt ein Parkplatz hin, hier dieses Hotel. Ich habe ursprünglich gebaut, hier eine Tennisanlage zu bauen, aber das ist mir doch etwas zu viel für das, dass ich es jetzt relativ schnell eigentlich fertig haben möchte, weil ich möchte ja auch mit was Neuem beginnen auf diesem Kanal, also eine neue Map, wo es schon ein paar Planungen gibt, schon beziehungsweise schon mehrere Planungen für die nächsten Maps. Genau. Auch dieser Schlepplift hier wird nicht stehen bleiben. Ja, vielleicht platzieren wir die Fundamente dann heute auch gleich, damit wir diese Schlepplüfte dann entfernen können. Aber ich finde hier irgendwie sehen die hier schön aus. Aber eben wir müssen sie wechseln, weil das. Vielleicht wird es ja ein bisschen besser mit der Performance, wenn die weg sind.
warum das hier, warum diese Bahn hier so steht mit neuen Sesseln, aber die alte Bahn und genau die gleiche wie da drüben, das sage ich euch heute noch nicht. Das werdet ihr dann später noch erfahren, wenn es um die Geschichte geht. Und auch dieser Schlepplift hier wird nicht stehen bleiben. Genau, aber wir haben gesagt, den Gaststein habe ich schon erklärt, was wir machen müssen. Dasselbe müssen wir eigentlich sozusagen hier auch machen. Hier diesen Parkplatz bauen, den hier oben bauen. Dann diese Hütte hier ausgestalten. Hier möchte ich das Terrain ein bisschen anders haben. Weil ich möchte hier eigentlich, ja, erstens mal diese Blöcke hier draußen weg, die bringen mir eh nichts. Ich habe versucht hier rauszufahren, weil ich wollte ursprünglich rundherum so eine Straße bauen, aber das geht einfach nicht. Ich kann hier nicht rausfahren. Oder vielleicht liegt es auch einfach nur, oh, diese Blöcke so weit unten sind, aber es macht wieder auch für mich wenig Sinn machen. Ich will jetzt hier einfach diesen Bereich hier ein bisschen absenken, damit wir hier keinen Tunnel brauchen. Genau, da brauchen wir noch mit dem Snow Tool arbeiten. Ja, und ich bin ehrlich gesagt überlegen. Wobei eigentlich können wir hier lassen, diesen Tunnel hier irgendwie. Passt er da schon hin? Wir müssen natürlich das Terrain anpassen. Genau, da das Dorf ausgestalten, da habe ich eh schon ein bisschen begonnen. Hier die Häuser, da will ich austauschen, da will ich nicht die von Polarflow lassen, die sind mir etwas zu klein. Die sind vielleicht nicht alle, ein, zwei können wir lassen. Genau, und ab da sieht vom Dorf her eh schon relativ gut, das ist ja noch nicht alles vom Terrain her, final um das Kinderland. Darum geht es aber heute auch nicht ums Kinderland. Genau, die Schneekanone steht hier etwas ungünstig. So, ich würde mal sagen, ich tue mal den Schnee entfernen. Und dann, damit es einfach, damit wir nicht da ewig rumbauen müssen und ein mehrstündiges Video produzieren, würde ich sagen, wir starten einfach durch in einer Timelapse. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zusehen und wir hören uns dann am Schluss noch einmal. We'll be right back.
Thank you.
wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain. Assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me.